Herr Dr. Fohle, wir sind hier auf der Didakta und ich habe vorhin einen ganz faszinierenden Vortrag von Ihnen gehört. Sie kommen von GhostThinker. Genau. Was macht GhostThinker eigentlich? GhostThinker ist ein Unternehmen, das seit 2005 im Bereich im Wesentlichen der Sporttrainerausbildung aktiv ist. Sporttrainerausbildung, da sind wir gerade dabei, diese zu revolutionieren mit digitalen Medien. Stichwort ist hier Social Video Learning. Um kurz zu verstehen, was wir da machen, möchte ich es gern vorführen. Also im Sport, weiß man, geht es unter anderem um Fehleranalysen. Ich mache jetzt mal einen Voranschlag hier. Wir halten das Video hier an und Sie müssten jetzt sagen, was ich falsch mache. Ich drehe die Hüfte zu schnell rein, würden quasi in der Situation jetzt im Video sagen, Frank, du drehst die Hüfte zu schnell rein, ich empfehle dir, auf dem linken Bein stehen zu bleiben oder so weiter. Also im Grunde genommen ist das, der Ausgangsgedanke war, da kommen wir her, eine Fehleranalyse bei Sporttrainern zu machen, dafür ein Online-Werk zur Verfügung zu stellen. Und jetzt ist halt das Besondere, dass man das nicht mehr alleine macht, in stillen Kämmerlein, sondern mit anderen Trainern zusammen. Das heißt also, viele Trainer machen solche Bewegungsanalysen und es entsteht dann eben sowas hier. Ich zeige es mal in die Kamera. Das sind also viele Teilnehmer, die das Video anreichern mit Meinungen, Kommentaren, die teilweise widersprüchlich sind, aber auch bestätigend. Also es entsteht ein Videodialog. Das ist Wer erstellt eigentlich das Video? Das Video erstellen quasi die Trainer in den Sporthallen selber. Das ist User-Generated Content, ganz wichtig. In den Sportbereichen ist es so, dass so viel sehr Gutes schon da ist, nämlich die Trainingspraxis, die man mit Video sehr gut beobachten kann, aber jetzt mit den neuen Instrumenten quasi bearbeiten kann, reflexiv, im Nachgang oder im Vorgang. Und wie kommt es bei den Teilnehmern an? Gibt es da ganz viele Kommentare und gibt es da vielleicht auch andere Videos, nicht bloß der erste, der es reinstellt? Also es kommt sehr gut an, hört sich komisch an, ist aber so. Wir haben im Tischtennis gestartet 2007. Wir haben jetzt Leichtathletik dazu bekommen, Basketball dazu bekommen. Die Basketball-Bundesliga ist dabei. Die sind sehr begeistert. Pro Video sind dann, wenn so meinetwegen 10, 12 Trainer dabei sind, gibt es 20 hoch, sind es dann pro Video schon 80, 90, 100 Kommentare. In einem Weiterbildungsprogramm Blended Learning, es geht so 3 Wochen, entstehen ungefähr bis zu 2.500 Artefakte der Teilnehmer. Also es ist nur eine Quantität, aber zeigt einfach, dass Teilnehmer sich artikulieren wollen, ihr Wissen explizit machen wollen, durch Videokommentare es mit anderen teilen wollen online. Und dann ist das der Hauptinhalt, den die anderen wieder lernen, weil sie sehen, was ihre Kollegen machen und sich damit auseinandersetzen, selber kommentieren? Das ist ein großer Input, also dass ich erstmal mein Wissen expliziere per Videokommentar. Erstens. Zweitens, dass ich von anderen lerne, was die gesagt haben. Und drittens natürlich erhalten die Trainer von den Experten Rückmeldungen. Also es gibt auch sowas wie Expertenkommentare. Also man geht weg von der Vorstellung war falsch. Man geht hin zu Interpretationen, die gut oder weniger gut begründet sind. Und die Interpretation können die Trainer selber machen. Das sind Laien, Semi-Experten. Aber natürlich sagen die am Ende, wir möchten auch bitte von dem Top-Trainer, dem Bundestrainer, dem A-Trainer nochmal eine Rückmeldung haben, ob das passt. Nun haben Sie ganz viel Erfahrung im Sport damit gesammelt. Könnten Sie sich vorstellen, das auch in Unternehmen einzusetzen für ganz andere Themen? Also wir haben erste Versuche bei der Swisscom gemacht im Führungskräftetraining, wo es darum geht, Servicekräfte auszubilden. Auch da gibt es quasi Best-Practice-Modelle und die Servicekräfte schauen sich diese Modelle an und machen dort auch Fragen in Form von Videokommentaren. Aber es ist natürlich ein riesen Fortschritt, wäre es, wenn diese neuen Servicekräfte quasi sich selber aufnehmen würden und dann sich selber kommentieren würden. Also ich kann mir das im Bereich Servicekräfteausbildung, Verkaufstraining sehr gut vorstellen, weil da natürlich dieses Moment der Selbstreflexion im Videokommentar das Entscheidende ist. Aber auch, und da sind wir ganz in den Kinderschuhen, im Bereich Projektmanagement, Wissensmanagement, Wissensaustausch. Wir machen es GhostThinker intern, das ist gängige Praxis, dass wir intern sagen, wir haben ein Gespräch meinetwegen in Wolfratshausen, da sind 2-3 Leute zusammen, machen am Flipchart irgendwelche Zeichnungen, wo man zusammen denkt, das visualisiert, das videografieren wir, nicht lange, 5 bis 10 Minuten, stellen es hoch im Online-Campus, den Edubrick Campus, sagen den anderen Kollegen am anderen Standort, bitte kommentiert das bis morgen und dann kommt asynchron, kommen andere Meinungen von anderen GhostThinkern dazu und so entsteht quasi asynchron ein sehr angereichertes Videodokument, Wissensaustausch, man kann sagen Wissensaustausch, Video, Social Video Learning, alles Begriffe. Im Grunde genommen geht es darum, das Medium Video zur Kollaboration zu nutzen
und zum intelligenten Wissensaustausch. Der ist deshalb intelligent, weil die Videokommentare situationsgenau sind. Wenn ich also hier am Flipchart bin und bin da bei irgendwelchen Zahlen oder bei irgendwelchen Modellen und halte das Video hier an, dann friere ich eine Situation ein. Und dazu möchte ich was sagen. Und das Sagen ist quasi gelabelt mit Frank Fohle, möchtest du der Situation was sagen? Er sagt was dazu, ein anderer widerspricht genau dazu, sagt, da habe ich ein Gegenmodell. Also es entsteht, um es nochmal zu sagen, ein Videodialog um das Video durch die eingebetteten Videokommentare. Und ich kann es nur sagen, bei uns intern funktioniert es sehr gut. Das ist bei uns mittlerweile gängige Praxis. Neben den Google-Werkzeugen, die wir nutzen, nutzen wir das insofern sehr gut, weil Video natürlich komplexe Kontexte sehr gut abbilden kann. Also damit unterstützen Sie ja auch die Idee, die im Moment immer mehr diskutiert wird. Lernen ist Arbeiten und Arbeiten ist Lernen. Das kann man gut miteinander verbinden. Also ich bin ganz fasziniert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Produkt. Schönen Dank, Herr Dr. Fohle. Dankeschön.